Guten Morgen und einen wunderschönen Sonntag, ihr Lieben aus Good Old Germany. Wir haben ausgeschlafen, so wie ihr hoffentlich auch alle. Ich habe gerade schön mein Müsli gegessen. Guck mal, der Himmel, der ist wirklich schön blau. Wir gehen jetzt spazieren mit unserem Lieblingshund. Es ist knackig. 5 Grad hatten wir heute Nacht. Leute, wird Zeit, dass wir in die Türkei kommen. Zum Überwintern. Nichts kann mich aufhalten. Hochklettern, runterklettern, ins Meer gehen. Wir sind auf dem Spielplatz. Und wir schaffen alles, was wir möchten. Zum Beispiel zeige ich euch. Ich schaffe alles, was ich möchte. Hochklettern bis oben. Runterklettern. Man darf auch hinfallen. Gehört auch dazu. Bitte? Ja, das ist besser. Nur wer lernt hinzufallen, der kann auch aufstehen. Da oben ist er ganz glitschig. Ja. Wovor? Ah! Ich schaff alles, was ich möchte. Klettern über eine Wackelbrücke? Ja, genau. Boah. Ich komm schauen, okay? Boah, Olivia, du schaffst das. Ich sehe das schon. Ja, ich schaff alles, was ich möchte. Soll ich die wegmachen, die Spinnenwebe? Ich schaff alles. Halte ich mit beiden Händen fest. Ja. 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 Oder eine Hand. Du schaffst das, mein Schatz. Halte dich besser an dem Seil fest. Das ist sicherer, wenn du dich selber festhältst. Ja. Gute Idee da oben. Genau, das hier sind auch die kleinen Pony. Ja, alles gut. Ich schaff alles, was ich möchte. Ich hatte halt schon. Ich weiß. Da oben ist. Das ist gut mit da oben festhalten. Hast du eine gute Idee gehabt? Ich habe schon selber hier oben die Bindet. Ja. Die machen ja gar nichts, die Spinnennetze. Die sind einfach nur da, ne? Wisst ihr, wie stolz die ist, wenn die das jetzt geschafft hat? Alleine. Wow. Ich will schon fast alle anfangen. Ja. Ich übe das noch. Ja. Macht das Spaß? Ja. Ich will schon fast alle anfangen. Ja. You can do it.
Ja, ich wusste, du schaffst das. Ja, und ich mache die ganze Zeit nebenbei so ein bisschen hier meine Übungen. Hallo. Da bist du runtergerutscht ganz schnell. Ja, hier wieder hoch. Ja, ist das schön? Toll. Ich wurde schon gefragt, was ist mit deinem Sport? Machst du noch? Also, ich habe noch zwischendurch Sport gemacht. Ich habe es nicht immer gezeigt, aber ich habe es auch ein bisschen vernachlässigt. Ja, nochmal die Hängebrücke. Ach, durch den Umzug und durch verschiedene Situationen in unserem Umfeld ist es einfach so gekommen. Aber ich mache weiter. Natürlich. Ich habe auch gemerkt, dass mir das richtig gut tut. Oh. Ich will mitmachen. Ja, komm, mach mit. Aber du machst ja auch Sport. Da klettern, das ist ja auch voll Sport. Der Boden lässt jetzt nicht mehr so zu, dass man halt sich trocken auf den Boden setzen kann. Also es ist generell ungemütlich. Ich habe zwar so eine Yogamatte oder wie das heißt, aber es ist halt voll ungemütlich, wenn der Boden so nass ist. Ja. Ein Ratschlag oder ein Küsselköpfe, aber du bist ganz nass, mein Schatz. Ha? Nochmal. Ja, geh nochmal. Was machst du nochmal, die Hängebrücke? Was denn? Ah, das ist Moos und so hier vom Wald. Das wird ganz glitschig, ne? Das ist normal. Boah, ist das glitschig, das Seil. Ich schaffe auch alles, was ich möchte. Ich möchte jetzt 5 Sekunden loslassen, auf einem Fuß stehen. Ich schaffe alles, was ich möchte. 5, 6, 7. Papa ist wieder da. Hallo. Soll ich dir mal helfen? Wie denn? Mit das? Ja, 5 Sekunden. Zählst du bis 5? Los. 1, 2, 3, 4, 5, jetzt, 7, 8, 9, 10. Ist das ganz flauschiges Moos? Nein, etwas steht da drin. Ja, da leben Tiere und Lebewesen drin im Moos. Du bist ja ganz nass. Was ist da los? Was hören wir da? Oh, mich erschrocken. Gummi. Ja, wir kümmern uns so ein bisschen um unseren Wohnwagen. Ich darf nochmal unsere ganze Wäsche, nicht die ganze. Ich sag mal, ich hatte 4 Maschinen Wäsche den Tag gewaschen. 3 davon sind getrocknet bei diesem Wetter, habe ich schon reingeräumt. Aber eine Maschine von unserer Campingmaschine ist noch nicht getrocknet gewesen. Und die darf ich jetzt nochmal waschen, weil... Hast du der Uschi gesagt mit der Toilette? Nein. Kannst du dir das bitte, dass keine Toilette... Livia? Ja. Die will doch gar nicht auf Toilette. Die guckt ihren Film. Was guckst du, Livia? Oh, ja. Was denn? Davon. Davon? Ja. Gleich. Ich mache gerade die Wäsche. Ich komme gleich und helfe dir, okay?
Ja, wir werden immer ganz oft gefragt, diese Waschmaschine. Ich zeige euch nochmal den Namen. Wir haben die von Amazon. Da findet ihr die. Tech-Take. Geht eine Kammer zum Waschen und eine Kammer zum Schleudern. Und die schleudert unglaublich gut, sag ich euch. Aber wenn das halt so ein Wetter ist wie jetzt, da kann die Waschmaschine ja auch nichts für, ne? Alle gehen hier spazieren mit den Hunden. Ach, Homi. Tico, hast du dich jetzt erschrocken? Schon 13 Uhr. Ich weiß nicht, wo die Tage bleiben. Die gehen so schnell vorbei in den letzten Tagen. Es ist unglaublich. Wir waren bis 11 Uhr schon auf dem Spielplatz gerade und spazieren. Dann habe ich ja Wäsche gewaschen. Und jetzt wollte der Bernd zu seinen Eltern fahren. Und ich wollte mit Smurfy eine große Runde gehen, weil es ist so herrliches Wetter. Da kann man das gut genießen. Ja, und hier drinnen haben wir auch schön jetzt Zeit verbracht. Wir haben gemalt. Und so, ich bin noch im Jogginganzug, aber ist ja auch egal. Ich steck mir den immer so in die Socken rein, dann ist das gleich nicht nass. Ich ziehe jetzt aber meine Gummistiefel an. Ne? Wir gehen schön im Wald, habe ich gedacht. Das machen wir. Wow. Also normales Spazierengehen ist ja heute kaum möglich. So voll ist das heute hier im Wald. Wir haben jetzt 2:30 oder so. Da kommt schon wieder Gegenverkehr. Ganz viele Pferde. Und guck mal, der Weg ist hier so schmal. So, Smurfy ist eigentlich sehr okay mit anderen Hundebegegnungen. Ich zeige euch das mal. Warte, nehme den dann immer kurz. Ich habe ja die Schleppleine. Da kommen jetzt welche. Er wird dann schon langsamer. Er will eigentlich nur hinterher, wenn die vorbei sind, die Spur riechen. Ach, er lässt sich noch Zeit. Also, ja. Komm hier. Er muss schnüffeln. Also, ganz matschig und viele Menschen haben sich richtig schick gemacht zum Spazierengehen. Komm. Komm, Smurfy. Er muss jetzt alles abschnüffeln, wo die anderen geschnüffelt und Beinchen gehoben haben. Aber es ist so schön. Es riecht so gut im Wald. Obwohl ich... Also so erdig, ne? So ein erdiger Geruch. Und die Sonnenstrahlen kommen immer so durch. Das ist so schön und angenehm. Hier war ich früher schon, also vor, also als mein großer Sohn klein war, mit dem war ich hier viel spazieren.
Da war hier noch so ein Bach, da konnte er immer drin matschen und so. Aber der ist jetzt trocken, der Bach. Das tut so gut. So, rechts oder links? Komm, Etty, wir sind immer links gegangen. Wir gehen links. Herrliches Wetter. Kein Wunder, dass die Menschen hier in den Wald gehen. Wie schön, das ist das Moos. Der Farn. Ein bellendes Murphy. Haben mir so viele übrigens geschrieben, als ich gesagt habe, Hund, mein Hund bellt nun mal. Also ich würde den jetzt nicht als Kläffer bezeichnen, dass der übermäßig kläfft, aber natürlich bellt er auch mal. Und das ist ja auch normal. Schön. Ja, und das haben mir auch viele geschrieben, dass es normal ist, dass Hunde bellen und Kinder mal schreien. Und auch zu der Mittagsruhe am Campingplatz hat mir auch eine liebe Mama geschrieben, dass für die ist das auch nichts, in Anführungsstrichen. Natürlich kriegt man das hin, 2 Stunden leise zu sein. Aber mich stresst das. Ich denke dann schon um 11 Uhr, oh, ist 13 Uhr. Und ja, weiß ich nicht. Und ja, es sind auf vielen Campingplätzen Mittagsruhe. Wir sind auch nicht übermäßig laut, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir sind halt mal laut. Der Hund bellt mal, Kind schreit mal, wir schreien mal. Keine Ahnung, es fällt mal was runter. Van-Tür auf und zu, wie das halt so ist. Ganz normaler Alltag. Und im Zweifelsfall würden wir halt einfach abreisen. Ja, was ist das denn, Smurfy? Oh, ein Hindernis. Boah. Das ist interessant, riecht gut, ne? Hm? Ja. Komm mal hier ab. Steh mal ab. Nein. Das ist was für ihn. Wald. Schön. Ja, heute ein richtiger Spaziergangsvlog. Aber die nächsten 2 Tage soll es durchregnen. Da habe ich gesagt, ich gehe jetzt 2-3 Stunden mit dem. Hier hat er so viel zu schnüffeln, wo so viele Tiere hier sind. Und heute ist sowieso viel los. Jetzt geht's gerade. Da müssen wir nicht so ein schlechtes Gewissen haben, wenn es jetzt 2 Tage Schnürsenkel regnet. Sag mal, ist nicht Pilzsaison? Ja, ne? Ich war früher mit meinem Papa ab und zu Pilze sammeln. Aber ich kenne mich gar nicht aus. Komm, Smurfy, wir gehen mal. Komm hier, Smurfy, komm. Komm mal hier. Wir gehen mal querfeldein. Komm hier. Wir gehen mal rein, nur schauen. Komm. Ob wir welche sehen. Komm mal mit. Komm hier rein. Oh, das ist ja der richtige Wald hier, wo es dann so knackt, wenn man läuft. Cool. Boah, das Moos, wie hoch das ist. Cool. Schön. Komm, Smurfy. So viele Bäume. Mit der langen Leine. Oh, ist das schön. Ja, was hast du da? Ja, oh, was hast du da, Smurfy? Ja, geh doch weg damit. Aua! Das ist so ein schöner, verwunschener Wald. Murphy im Wald. Ja, was machst du da? Oh, was hast du da? Ja, wir im Wald. Guck, da ist doch schon ein Pilz. Wer kennt sich aus? Muss man vorsichtig laufen. Smurfy. Noch mehr Pilze. Ja, ist ja gut mit deinem Stock. Die sehen schön aus. Ja, die sind schön. Nicht essen. Wir wissen nicht, ob die giftig sind. Komm, Honky. Honk, honk. Ey! Ja, mittags. Oh, wie schön die Pflanze ist. Etty. Ja, Mittagsruhe, sag ich euch. Oh, wie schön die sind. Boah. Du bist auch schön, Smurfy. Er sagt Dankeschön, dass ich mit ihm hier querfeld eingehe. Gefällt ihm. Ich mache ja
jetzt einfach Fotos und nachher werde ich die in Google Lens, kann man die ja schauen, was das ist. Vielleicht weiß das ja auch jemand von euch, die sind hier überall. Ich lasse die natürlich stehen, pflück die nicht oder zerstöre die auch nicht. 3 Stück habe ich schon fotografiert. Also, ich habe aufgeräumt, ein bisschen Haushalt gemacht und dann habe ich mich beschäftigt mit Instagram. Man hört ja nie auf zu lernen. Und ich habe so, also jetzt bestimmt eine Stunde, mich einfach, wie ich meine Storys schöner gestalten kann, mit Schriftarten und Sachen einfügen und sowas beschäftigt. Und jetzt gucke ich bei Google Lens, welche Pilze ich da hatte. Und dieser hier. Gut, dass wir den nicht mitgenommen haben. Das ist der Kartoffelbovist und der ist giftig. Der dickschalige Kartoffelbovist kann Verdauungsbeschwerden wie Erbrechen, Bauchschmerzen, zudem Schweißausbrüche, niedriger Blutdruck, den habe ich ja sowieso schon, Schwindel und Kollaps bis zur Bewusstlosigkeit. Schon 30 bis 45 Minuten nach der Mahlzeit. Ja, gut. Nächste, was ich hatte. Warte. Gut, dass es so eine App gibt für so Nicht-Pilz-Kennende wie ich. Der nächste Pilz. Ne, das ist kein Fliegenpilz. Das war auf gar keinen Fall ein Fliegenpilz. Hier, Ackerschirmpilz. Das. Das kommt hin. Der war das, der Ackerschirmpilz. Finde ich den jetzt auch auf Wikipedia. Ackerschirmpilz. Niedrigwüchser. Der Hut hält eine lange, große bla bla bla. Da. Regenschirmlinge. So ein Champignon verwandt, den kann man essen, also eventuell, ich weiß es nicht genau. Riesenschirmlinge sind große bis sehr große zentral gestielte Pilzarten mit im Alter schirmartigen Äußerung. Der Hut ist kugelig, später schirmt er auf. 5 bis 25 Zentimeter, okay, also ich würde die echt nicht essen, wenn ich kaufe die lieber. So, einen haben wir noch. Warte. Foto. Und zwar den hier. Ein Perlpilz. Ja. Der ist wulstig. Es ist eine essbare Pilzart. Wulstlingsverwandten. Weit verbreitet, kann in Laub- und Nadelwäldern gefunden werden. Den habe ich auf dem Spielplatz gefunden. Ja, gut, ich mache jetzt mal Essen. Ich wollte einen Salat vorbereiten. Und zwar haben wir gestern beim Foodsharing so einen schönen Kopfsalat bekommen. Den werde ich jetzt mal waschen und mit mache ich den mit einer Cashew-Sahnesoße. Also die Sahnesoße mache ich selber. Ich weiß nicht, wo ich dieses Ding hinstellen soll. Das kippt immer um. So schnell. Ja, entschuldige, Murphy, dass ich aufgestanden bin. Oh, gestern habe ich hier unseren Küchenschrank aufgeräumt. Ich suche Cashewnüsse für unsere Sahnesoße. Brauche ich hier ein Mixergedöns. Zack. So. So einen Mixer sucht, das ist der Mr. Magic von Amazon. Ist einfach so ein Bullet Mixer. Und zwar
war Salz, Himalaya-Salz, ohne Jod und so. Und dann mache ich gleich Wasser, kann ich auch jetzt drauf machen. Dann seht ihr das. Bei dem Mixer braucht man es auch nicht einweichen oder so. Einfach mixen und da habt ihr eure Sahne, vollwertige Sahne, selber gemacht. Achtung. Schön cremig und dann kommt da gleich einfach Essig und Zucker noch rein. Pferdeschau! Ja! Ich schnall den Smurfy eben. Wie er sich freut. Der weiß schon, dass du Knochen mitgebracht hast. Rumi. Hier, wo ist die Leine? Gibst du mir nicht mal den Karabiner rein? Achtung, er kommt raus. Mama, ja? Kann ich die Pferde schauen? Ja, komm. Come on. Ist dir kalt oder geht's? Ja? Willst du eine Jacke? Nein. Komm. Komm mal, Mami. Ich muss meine Latschen anziehen. Ich hab Schuhe. Du hast Schuhe? Komm, wir gehen zu den Pferden. Tinte Weidenplatten! Wo? Guck mal an die Pferde! Die spielen noch draußen. Die Wäsche ist also 80% von dem, was ich gewaschen habe, ist so ein bisschen klamm noch, aber es ist gut getrocknet. Ich bin zufrieden. So kommen wir gut über die nächsten beiden Regentage. Und ich wollte den Vlog jetzt beenden, weil wir jetzt den Familienteil des Tages beginnen, ja. Ich habe hier jemanden zum Abschlabbern. Oh, komm her. Bis morgen in alter Frische und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.